Der Tech-Check, präsentiert von Mobile Geeks und Ausfahrt TV. Nach Sardinien hat es uns verschlagen. VW hat uns eingeladen und wir dürfen den brandneuen VW Passat Probe fahren. Es ist nicht nur ein ganz neues Auto, mit diesem neuen Auto kommen auch neue Assistenzsysteme mit auf den Markt, darunter so VW 3 Weltneuheiten. Und eine davon ist der sogenannte Trailer Assist. Das heißt, einparken mit Anhänger hinten dran und das bitte noch mit technischer Unterstützung. Und wie das funktioniert und wie das geht und ob ich das kann, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich brauche einen kompetenten Mann an meiner Seite. Das ist Hagen Zier von Volkswagen Driving Experience. Und Hagen Zier hat gesagt, wir müssen jetzt hier zur Deichsel gehen, damit er mir das System erklären kann. Hagen, dann leg mal bitte los. Gut, die Schwierigkeit beim Rückwärtsfahren ist, dass man normalerweise am Lenkrad dreht und dreht und dreht und korrigiert und der Hänger fährt nicht dahin, wo er hin will. Und dann überkorrigiert man und dann kriegt man einen Knoten im Hirn und irgendwann weiß man dann gar nicht mehr, wo man lang lenken soll. Hier haben wir die Möglichkeit, den Winkel, wie das Auto hinter dem Trailer herfährt, festzulegen und festzuhalten. Und das funktioniert wie folgt. Hier hinten drin ist eine Videokamera. Ja. Die Videokamera schaut sich die Deichsel des Hängers an. Wenn die Deichsel sich zum Hänger wegdreht, kann dieser Winkel festgehalten werden. Das Auto folgt dann dem eingestellten Winkel. Ja, das war es jetzt schon dann, oder? So einfach geht das. Und was muss denn der Fahrer bzw. jetzt gleich die Fahrerin dann noch machen? Die Fahrerin muss halt möglichst das Umfeld beobachten, dass uns niemand davor rennt. Zum anderen auch den Winkel einstellen. Das heißt, aus dem Fenster gucken, sagen, okay, da möchte ich hinfahren. Die Kurve ist so und so eng für mich und dann fahre ich die Kurve einfach durch und der Winkel, den wir vorgewählt haben, bleibt konstant. Wenn wir merken, dass das nicht hinhaut mit diesem Winkel, können wir immer noch korrigieren, dass wir den etwas breiter machen, also eine größere Kurve fahren oder enger machen, damit wir eine kleinere Kurve fahren können. Das heißt also, der Fahrer oder die Fahrerin ist jetzt nicht gänzlich passiv, sondern ich muss schon tatsächlich auch aktiv da wirken. Stellen Sie sich vor, Sie müssten halt rückwärts mit einem normalen Auto ohne weitere Assistenten in eine Parklücke fahren. Da müssen Sie auch rechts, links gucken. Da müssen Sie wissen, wann Sie anfangen zu lenken, wie schnell Sie da reinfahren und so weiter und wie weit Sie da fahren. Genau das bleibt Ihnen hier auch zu tun. Aber das Rumgekurbel und nicht mehr wissen, wo ich hinfahren will, diesen Knoten im Hirn, den ersparen Sie sich auf alle Fälle. Hagen Zier hat gesagt, ich erspare mir einen Knoten im Hirn. Ich denke, es wird Zeit, diese Aussage auf sein Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Ich gehe da jetzt rein. Ja, fahr, okay. Fangen wir an. Ja, gut. Okay, ja, so, Hagen, ich sitze. Okay, also, erstmal starten wir den Motor. Dann den Rückwärtsgang. Dann müssen wir den Parklenkassistenten einschalten. Das ist der zweite Knopf dort oben. Jawohl. Handbremse lösen. Und jetzt kommt was Interessantes, das habt ihr noch nicht gesehen. Ja, wir fahren das Auto jetzt mit diesem kleinen Joystick. Das heißt, wenn wir nach links drücken, fährt das gesamte Gespann nach links, wenn wir nach rechts drücken, nach rechts. Sonderstellung ist, wenn wir dahin fahren wollen, wo der Hänger jetzt schon hinzeigt, dann ziehen wir den Joystick nur nach hinten. Und das machen wir jetzt mal zum Spaß. Auto lenkt. Jo, Joystick nach hinten gezogen, Auto lenkt. So. Das Lenkrad hat sich jetzt von alleine bewegt. Jetzt können wir einfach langsam losrollen, maximale Geschwindigkeit nicht anfassen. Nicht anfassen. Wir fahren jetzt über den Joystick. Rollen einfach mal ein Stück nach hinten. Einfach mal so zum Üben. Ja, Fuß auf der Bremse lassen. Höchstgeschwindigkeit ist 3 Stundenkilometer. Ja, damit ich mitlaufen kann. Ja, einfach ein bisschen. Ja, einfach rollen lassen. Sanft rollen lassen. Ja, das tut nichts, das Lenkrad. Sanft, ein bisschen schneller geht's wohl. Es ist sehr ungewohnt, die Hände nicht am Lenkrad zu haben. Das ist hoppala. Einfach noch ein bisschen schneller ruhig. Also das Lenkrad sorgt jetzt gerade dafür, dass der Hänger hinter mir gerade bleibt, ja? Nee, andersrum. Wir fahren genau hinter dem Hänger her. Der Hänger gibt uns die Richtung vor und das Auto, es ist so wie der Hund mit dem Schwanz wedelt. Der Schwanz mit dem Hund wedelt. Ja? Dann haben wir es richtig. So, und jetzt bringen wir dem Auto gleich mal bei, wie das mit dem Hänger funktioniert. Eine Kurve fahren. Einfach weiterfahren. So, dann brechen wir hier ab. Jetzt hat das Auto den Hänger kennengelernt, weiß, wie der Hänger vor dem Auto herläuft. Jetzt fahren wir wieder nach vorne. Möglichst geradeaus nach vorne fahren.
Ja, also das kann ich. Jetzt mit Händen, ne? Ich lege mein Mikro weg. Ein bisschen noch nach links rüber das Ganze. Okay. So. Jetzt machen wir for real. Jetzt fahren wir zurück, fahren eine enge Kurve und landen hinten möglichst mittig auf dem Parkplatz. Einverstanden? Ja. Herzgang? Also, das ist der Knopf dort. Hier nochmal, da passiert jetzt gleich was. Der Joystick ist wieder da. Genau. Jetzt wollen wir geradeaus nach hinten fahren. Genau. Also, klick. Jetzt zieh ich den Joystick runter. Okay, und los geht's. Los geht's. Und nur das Mikrofon halten, nicht das Lenkrad. Mhm. Kann ruhig ein bisschen schneller gehen. Ja, so ist ein gutes Tempo. Ich sag den gleich Stopp, 5 Meter noch. So, Stopp, Stopp. So. Jetzt wollen wir lenken. Jetzt wollen wir das Boot, den Bootshänger in diese kleine Parktasche reinstellen. Ja. Dazu müssen wir jetzt eine richtige Kurve lenken. Also Joystick nach links, 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 links. Einen Tacken zurück. Ich kann also verschiedene Kurvenwinkel halt einstellen über den Joystick, ne? Einstellen, genau wo wir denken, wo wir hinfahren wollen. Wenn das denn hinterher nicht so hinhaut, können wir während der Fahrt uns immer wieder zwischendurch korrigieren. Das heißt, wir können dann wirklich den Kurvenradius beeinflussen, während wir unterwegs sind, wenn wir sehen, dass es nicht hinhaut. Aber jetzt haben wir einmal festgelegt und mal gucken, ob wir richtig in die Parklücke reinkommen. Ja, dann mache ich mal. Ich mache mal nichts. Ich mache mal Fuß von der Bremse. Genau. So, wo fahre ich? Wo fahren wir denn jetzt hin? Ah ja. Das Auto geht so und der Hänger geht so. Im Display sieht man auch, dass der Winkel sich jetzt da annähert. Jetzt haben wir den Winkel. Also sieht jetzt von hier nicht so schlecht aus. Das hast du mir jetzt natürlich perfekt eingestellt, ne? Stopp nochmal. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen nachregeln, weil wir wollen jetzt hier wieder geradeaus da reinfahren. Wir wollen das möglichst schön mittig in die Parklücke stellen. Ja. Wieder das Bild ist umgesprungen. Genau. Andere Position. Andere Position. Und ich sehe hier auch die ganze Zeit hier in einem Infotainment-Display in der Mittelkonsole quasi die Live-Übertragung dessen, was ich hier tue. Und sehe, wie sich der Anhänger da jetzt ziemlich mittig in die Parklücke schiebt oder zieht vielmehr. Und Bingo. Ja. Also, ich halte fest, man muss selber dann tatsächlich aktiv sein, man muss schon irgendwo ein Auge dafür haben, inwiefern ich diesen Drehknopf regle, wie weit ich den Winkel einstelle. Das muss man schon tatsächlich noch alleine machen, kann aber dann halt jederzeit irgendwie nachkorrigieren. Und ich denke, mit ein bisschen Übung kann man das doch dann ganz gut hinkriegen, zumal hier auch die Auflösung auf dem Display in der Mittelkonsole ganz hervorragend ist. Hagen, was bleibt mir noch anders zu sagen als Dankeschön? Vielen lieben herzlichen Dank. Ich glaube aber, dass man dennoch noch ein bisschen Übung benötigt, weil man muss schon auch und dann einen Blick dafür entwickeln, wie weit ich denn das Knöpfchen drehe, oder? Auf alle Fälle. Nach dem 5., 6. Mal sagst du, jetzt habe ich es fast im Griff. Und dann machst du es nochmal und dann sagst du, hey, kann, geht alles. Okay. Wunderbar, danke Hagen, sage ich nochmal. Und euch sage ich direkt schon mal, ich möchte keine Kommentare lesen von wegen Frau, Mädchen, blond, blöd, kann ich einparken. Danke. Kann sie ganz toll.